Servus meine Sportwetten-Companeros, mein Name ist David Stritschek und in diesem Video gebe ich meine Prognose zum 4. Spieltag in der ersten Bundesliga ab, verlose unter allen, die mein Video liken, kommentieren, mir ein Abo dalassen und im besten Fall auch die Glocke drücken, eine Paysafecard in Höhe von 10 Euro. Außerdem verrate ich euch am Ende des Videos, auf welche Spiele ich in der Bundesliga persönlich gewettet habe. Durchhalten lohnt sich also, meine Freunde. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten, ich bin seit mehreren Jahren professioneller Sportwetter und ihr seid auf meinem Kanal So geht Sportwetten. Den Paysafecard-Sieger der letzten Woche habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Einfach kurz reinschauen und abchecken, ob du gewonnen hast. Solltest du der Glückliche sein, schreib mir eine E-Mail und ich werde dir so schnell wie möglich die 10 Euro Paysafecard zukommen lassen. Ein kurzer Hinweis an alle, ich habe eine neue Facebook-Seite, auf der ich regelmäßig ein paar Tipps poste und Beiträge zum Thema Sportwetten schreibe. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, also nicht vergessen, die Seite zu liken und zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keinen Tipp mehr von mir verpasst. Jetzt noch kurz die Auswertung des letzten Spieltags. Wie immer seht ihr hier eine komplette Übersicht meiner Prognose des 3. Spieltags. Ich habe euch aufgeschrieben, welche Tendenzen richtig und welche falsch waren. Für alle, die neu dabei sind, auf die rot markierten Spielausgänge habe ich am letzten Spieltag eine Einzelwette in Höhe von jeweils 125 Euro abgegeben. Somit habe ich letzte Woche ein Plus von 198,75 Euro erzielt und stehe aktuell in dieser Saison bei plus 92,25 Euro. So darf es natürlich gerne weitergehen. Ab dieser Woche wird es außerdem noch eine kleine Änderung geben. Ich werde mich noch kürzer fassen und euch sofort meine Prognose zum jeweiligen Spiel mitteilen. Dies ist leider der Tatsache geschuldet, dass ich in den nächsten Wochen 3 Hochzeiten und eine unzählige Anzahl von Tanzkursen besuchen muss. Außerdem werde ich einen kurzen Abstecher nach Kroatien machen, was natürlich trotzdem geil ist und somit zeitlich etwas eingeschränkt sein. Ihr werdet mir hoffentlich verzeihen, meine Freunde. Jetzt stürzen wir uns in die Prognose des Freitagsspiels zwischen Stuttgart und Düsseldorf. Hier gehe ich von einem Sieg des VfB aus, meine Prognose ein knappes 2:1 für Stuttgart. Am Samstag geht es dann weiter mit dem FC Augsburg und Werder Bremen. Hier gehe ich ebenfalls von einem knappen Heimsieg aus, mein Tipp deswegen ein 2:1 für Augsburg. Auch im Spiel zwischen der alten Dame aus Berlin und den Fohlen aus Gladbach sehe ich die Hausherren vorne und gehe von einem 2:0 für die Hertha aus. In der Partie der beiden Champions League Teilnehmer Hoffenheim und Dortmund vertraue ich wieder dem Gastgeber und prognostiziere ein 3:2 für die Nagelsmänner. Weiter geht es mit der Begegnung zwischen dem Club aus Nürnberg und Hannover 96. Dort gehe ich von einer Punkteteilung aus und tippe ein 1:1 Unentschieden. Optional auch ein knapper 2:1 Heimsieg für Nürnberg. Im Spiel zwischen der Überraschungsmannschaft aus Wolfsburg und dem Abstiegskandidaten aus Freiburg bleibe ich meiner Linie treu und tendiere zu einem 3:1 Heimsieg der Wölfe. Das Topspiel an diesem Spieltag bestreitet der Vizemeister aus Gelsenkirchen und der Rekordmeister aus München. Hier gehe ich von einem glanzlosen, aber effektiven 2:0 Sieg der Bayern aus. Am Sonntag geht es dann weiter mit der Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FSV Mainz. In diesem Spiel wird Leverkusen den ersten Dreier in dieser Saison holen und Mainz mit 2:0 schlagen. In der letzten Begegnung an diesem Spieltag trifft die Eintracht aus Frankfurt auf die Bullen aus Leipzig. Ich gehe von einem torreichen Spiel aus, in dem es keinen Sieger geben wird. Mein Tipp ein 2:2 Unentschieden. Übrigens, alle Quoten, die ihr hier in meiner Prognose sehen könnt, sind von 1xBet. 1xBet ist für mich persönlich der beste europäische Buchmacher mit den höchsten steuerfreien Quoten, der größten Wettauswahl und unzähligen Livestreams, unter anderem auch alle Spiele der ersten Bundesliga. Wer von euch 1xBet testen möchte, den bitte ich, sich über meinen Link in der Videobeschreibung zu registrieren und den Gutscheincode einzugeben. So meine Lieben, hier habt ihr meine Prognose nochmal in der Übersicht. Wie immer habe ich euch aufgeschrieben, welche Wetten aufgrund meiner Tendenzen Sinn ergeben könnten und was für eine Quote ihr hierfür aktuell bei 1xBet bekommt. Für diejenigen, die keine Ahnung haben, was das asiatische Handicap ist, habe ich wieder einen Link in die Videobeschreibung gepackt, wo ganz gut erklärt wird, was es mit den Asiaten auf sich hat.
Jetzt kommen wir zu meinen persönlichen Wetten. Die habe ich euch in der Übersicht rot markiert und werde sie auch später auf meiner neuen Facebook-Seite posten. Ich habe 2,5 Einheiten auf Hertha asiatisches Handicap 0 zu einer Quote von 1,920 gesetzt, was so viel bedeutet, dass wenn das Spiel unentschieden ausgeht, ich den Einsatz zurückbekomme und wenn die Hertha gewinnt, das Geld in meine Taschen wandelt. Genauso habe ich es mit Hoffenheim und Nürnberg gemacht, jeweils 2,5 Einheiten auf asiatisches Handicap 0 zu einer Quote von 2,070 auf die TSG und 1,900 auf den Club. Und zu guter Letzt habe ich 2,5 Einheiten auf Leverkusen asiatisches Handicap minus 1 zu einer Quote von 1,990 gesetzt. Was nichts anderes bedeutet, gewinnt Leverkusen nur mit einem Torunterschied, erhalte ich den Einsatz zurück, gewinnen sie mit zwei oder mehr Toren Unterschied, gewinne ich die Wette. Und wie immer bitte ich euch, auf eure Einsätze zu achten, wenn ihr meine Tipps nachspielen wollt. Jetzt bin ich am Ende angelangt und hoffe, dass euch auch die verkürzte Fassung Spaß gemacht hat und ich auch an diesem Spieltag den richtigen Riecher habe. Nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke drücken, um automatisch an der 10 Euro PaySafeCard Verlosung am nächsten Spieltag teilzunehmen. Viel Glück mit euren Bundesliga-Wetten. Bis demnächst, euer David, Dosvedanya.